In der heutigen Folge zaubern wir panierten Spargel in Schinken und Käse. Wir wollen heute Spargel panieren. Dazu habe ich hier frischen Spargel. Da habe ich Käse meiner Wahl, hier gekochten Schinken direkt noch daneben. Könnt ihr nehmen, was ihr möchtet, auch im Format, was ihr mögt. Für die Panierung Mehl, Panko und hier drei Eier, Salz, Pfeffer, also alles ganz einfach. Und unten in der Beschreibung findet ihr wie immer die Zutaten. Wir schnappen uns erstmal den Spargel, den wir jetzt vorbereiten wollen, schneiden das hintere Ende ab, so einen guten Zentimeter in etwa. Und dann nehme ich immer die Stangen und den Spargelschäler. Und wenn man den Spargel so auflegt, dann hat man auch ordentlich Gegendruck, um einfach ganz flott den Spargel schälen zu können. So wie hier. Achtet immer darauf, dass ihr wirklich die Schale runter habt, denn die wird gerne mal holzig am Ende. So, passt das. Und das machen wir jetzt mit dem Spargel, den ihr hier oben sehen könnt. Ist dann passiert. So, die obersten paar Zentimeter, da lasse ich immer frei vom Wegschälen. Aus der Schale könnt ihr noch was Tolles machen. Da oben zum Beispiel eine Spargelcremesuppe, blende ich euch nochmal da oben ein als Link. Und jetzt geht's weiter. Die Schalen brauchen wir nicht, mit dem Spargel arbeiten wir jetzt weiter. Den wollen wir erstmal ein wenig kochen. Dafür habe ich hier Salzwasser auf dem Herd stehen. Da kommt der Spargel rein. Wollen wir jetzt, wie gesagt, ordentlich kochen. Nicht ganz perfekt durch, kann auch ein bisschen Biss haben, schöner Begriff, super. Ungefähr, wenn er so ein bisschen durchhängt, dann ist er bereit für weitere Schritte. Das hat jetzt hier gute 10 Minuten bis 15 Minuten gedauert. Hängt auch ein bisschen von der Dicke des Spargels ab. Hier ganz leicht bereits abgekühlt, denn wir wollen uns ja nicht verbrennen. Hier geht es jetzt los. Wir wollen erstmal einen Käse verwenden, dann den Schinken. Hier die Panierstraße auf der rechten Seite heißt Mehl, Eier. Es waren wirklich nur drei. Es gab allerdings einen Doppeldotter, deswegen schaut es aus wie vier. Und hier noch Panko. Einfach besonders schön knusprig. Ihr könntet ganz normales Paniermehl nehmen. Ich nehme immer für sowas gerne Panko. Wir nehmen das Salz, so wie wir gleich auch den Pfeffer nehmen werden, um das Mehl etwas zu würzen. Das heißt, Salz und Pfeffer gehen aufs Mehl und jetzt gleich ins Mehl, indem wir dann einfach das Ganze ein bisschen vermengen, damit das Gewürz überall im Mehl vorhanden ist. Dann schnappen wir uns eine Spargelstange und rollen das jetzt der Reihe nach ein. Wenn ihr, ja, je nach Format des Käses und je nach Wahl könnt ihr das etwas grober, etwas großflächiger einrollen. Bei mir schaut es jetzt so aus. Für mich reicht das. Wie gesagt, ihr könntet auch die Käse auf der gesamten Länge des Spargels verwenden natürlich. So schaut die Rolle jetzt mit Käse und Schinken aus. Und damit bestreiten wir dann die Panierstraße. Das heißt, wir mehlieren zunächst. Sorgt dafür, dass das Ei jetzt haftet und das Ei wiederum mit seiner, ja, nennen wir es leicht klebrigen Art und Weise, sorgt dafür, dass unser Panko-Mehl oder Paniermehl, je nachdem was ihr verwendet, wiederum auch haftet. Ja, und wenn wir dann die Stange paniert haben, schaut das in etwa so aus, zumindest bei mir, und dann möchte ich euch mal hier im Rahmen einer 3 Spargelstangenprobe, so können wir es nennen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt hier Butter in einer Pfanne, die groß genug sein soll natürlich für den Spargel. Gebt noch etwas Öl dazu. Genauso gut würde auch Butterschmalz funktionieren und schmecken. Habe ich jetzt allerdings nicht. Wir geben den Spargel in die Pfanne und da seht ihr es auch schon brutzeln. Werden wir jetzt garen von allen Seiten. Da, ihr seht, die Butter wird auch schon braun. Dann drehen wir unsere Stangen und so machen wir das von allen Seiten. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich zeige euch mal, wie das dann im finalen Ergebnis bei mir jetzt hier ausschaut. Schneiden wir mal an. So schaut es aus. Hängt natürlich davon ab, wie viel Schinken und Käse ihr nehmt. So schaut es jetzt bei mir aus. Es ist wunderbar aromatisch. Und am Ende bleibt mir wie immer nur zu sagen, Bon Appetit!